Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Star Wars Jedi Survivor. Wir haben auch Cobra das letzte Mal auf 100% fertig gemacht und die die Kopfgeldjäger und haben Boba Fett am Ende getroffen. Jetzt schon wieder ewig her, als ich aufgenommen habe. Haben wir da lang nicht dazu. So, aber jetzt wollen wir weiter zum zerstörten. Ne, in Abyss. Wohin jetzt? Weil hier haben wir 100%, 100%, 100%, 100%. Das heißt, wir haben alles auf jeden Fall gesehen, wenn auch nicht alles. Auf nach Tenelor. Ich bin höchst gespannt. Wieso sehe ich den Abyss da jetzt nicht? Eigentlich hatte man den doch ganz schön gesehen, dachte ich. Wenn ich mich richtig erinnere. Hoffentlich ist Grease bereit für einen turbulenten Flug. Ist es soweit? Wir fliegen jetzt zum Abyss. Starte die Anlage. Ich werde Ihren Fortschritt von hier aus beobachten. Möge die Wacht mit Ihnen allen sein. Und mit dir sie. Tja, was meinst du, wieso sie so lange braucht? Der Gengara hat als einziger überlebt, was wir gleich tun werden. Wenigstens sterben wir gemeinsam. Hey, das sind ja ermutigende Worte. Hoffentlich passen die auch alle auf meinen Grabstein. Seht nur. Tatsächlich ziemlich aufwendig, wow. Finde ich. Es geht los. Ich weiß, ich weiß. Willst du lieber fliegen? Er ist so süß. Das haben die anderen armen Schweine auch gesagt, bevor sie zu Strudelfutter verarbeitet wurden. Toll, das nenne ich ein Hindernisparcours. Wenn es einer kann, dann Grease. Zu schnell. Aber du bist schneller. Hör auf zu steuern und flieg endlich. Ich leite Energie von den Deflektoren auf die Triebwerke um. Was, bist du irre? Du tauschst Sicherheit gegen Geschwindigkeit. Ganz genau. Wir setzen alles auf dich, Kumpel. Du hast recht. Es ist mein Schiff, oder? Greasy schafft das, Baby. Was bildest du dir nicht ein? Sieh, was ist los? Die Anlagen sind überladen. Ich kann nichts dagegen tun. Wir müssen schneller werden. Tut mir leid, noch schneller geht nicht.
warte, Moment mal! Hast du sie doch alle? Wenn du blind in den Hyperraum springst, werden sie im gesamten Outer Rim Teile der Mantis finden. Vertraust du mir? Das weißt du doch, Kerl. Dann nur zu. Jetzt. Vom Planet mit geschafft, drin. Dreiarmiger Sohn eines Gundak. Nun, wenigstens hat niemand die Nerven verloren. Wow. Hoffentlich lohnt es sich. Okay. Wollen wir hier mal aussteigen? Hier ist es also, Tannelor. Da waren wir schon mal, genau. Seid vorsichtig da draußen, okay? Ich hab vergessen, wie sie hieß. Ja, du auch, BD. Uns passiert schon nichts, Grease. Ich nehme dich beim Wort, Kerl. Ich hab nicht vor, den Rest meiner Tage auf diesem Felsen zu verbringen. Vor allem nicht mit diesem Verräter. Wir sind bald wieder zurück. Was für ein Verräter? Rand der Zuflucht. Meditationspunkt entdeckt. Schauen wir nochmal Fähigkeiten. Was können wir noch machen? So. So, dann wollen wir jetzt aber auch alles sammeln. Jetzt, wo wir die Fähigkeit. Ja, okay, da passt leider nicht durch. Einfach zu groß, verstehe ich schon. Druiden aus der Zeit der Hohen Republik. Da hinten den. Da kann man bestimmt als nächstes scannen. So, sehr schön. Rand der Zuflucht auf Tannelor. Das ist also Tannelor. Es ist nicht so, wie du es erwartet hast? Ich weiß nicht, was ich erwartet hatte. So viel hat sich verändert, seit ich den Namen zum ersten Mal hörte. Auf diesem Weg kommen wir zum Tempel. Vor langer Zeit haben Dagon und Santari Cree hier ihre Zukunft Santari geplant. Hieß sie. Und wohin hat es sie gebracht? Na, nicht so weit. Aber vielleicht lag das auch dran, dass Dagon Arsch war. Florierende Gärten. Boat wird nicht zulassen, dass das hier friedlich endet. Er hat bereits Verrat und Mord damit gerechtfertigt, ein Vater zu sein. Jetzt haben wir ihn in die Ecke gedrängt und er kann nirgends hin. Er wird uns töten oder getötet werden. Das stimmt. Also, sag was! Du hast recht. Aber was ist mit Cutter? Sie ist nicht viel jünger, als wir es waren, als uns unsere Familien genommen wurden. Ich weiß. Wir beide werden diesen Verlust für den Rest unseres Lebens mit uns tragen. Aber Cutter hat immer noch eine Chance. Ja. Also schön. Wir geben Boat die Chance, sich zu ergeben.
Für Carter. Und für uns. Jetzt habe ich es nur irgendwie verpennt. Wie hat es den Boot dahin geschafft? Hatte der einen Kompass, oder? Naja, der hat einen Kompass, glaube ich, oder? Und Kompass geht genauso wie das, was wir hier haben. Ich denke ständig an etwas, das sie einmal gesagt hat. Eine Warnung. Jeder Jedi begegnet der dunklen Seite. Ich empfinde so viel Hass auf Bord. Sia hat ihren Kampf mit der dunklen Seite gewonnen. Das wirst du auch. Er ist immer noch hier. Gut. Mhm. Rückzug zum Tempel. Die Nile nehmen unsere Stellung in die Zange. Meister Gera, das ist ein Befehl. Okay, das war der Angriff damals. Zeremonieller Brunnen. Hörst du das? Kata. Geisterstern, versteckst du dich, deine Freund. BD1. Hey, Kata, das ist Marin. Sie ist eine Freundin. Tut mir leid, dass Papa dir wehgetan hat. Ja. Er sagte, ich würde dich nie wiedersehen. Was machst du hier? Kata, dein Vater hat etwas sehr Wichtiges gestohlen. Wir fragen ihn, ob er es zurückgibt. Zeigst du uns den Weg? Okay. Komm mit! Ja, schwierig, diese Zerrissenheit zwischen, ja, eigentlich will er nur helfen und er ist halt irgendwie auch ein Arsch und Verräter. Ich mag es hier nicht. Es ist dunkel und einsam. Du musst keine Angst haben. Besser? Du bist sehr hübsch. Das ist ultra gruselig. Sonst nix. Dieser Umhang immer ist krass. Kata! Wie seid ihr hergekommen? Es war nicht einfach. Ihr hättet uns nicht folgen sollen. Kata, nicht! Bleib zurück, Kata! Es ist der einzige Weg, dass du sicher bist. Sie wird sicher sein. Das verspreche ich, Boat. Aber hör mir zu. Es ist vorbei. Leg deine Waffen nieder. Dieser Planet wird eine Zuflucht für alle sein, die vom Imperium verfolgt werden. Auch für Kata. Und für dich. Aber du musst dich ergeben. Jetzt. Geh nach draußen, Kata. Hör auf sie, bitte! Schluss jetzt! Ich werde entscheiden, was das Beste für meine Familie ist. Jetzt hat er sogar ein rotes Licht hier. Alles okay?
Du wirst zerbrechen. Stirb! Du bist okay. Bringen wir es zu Ende. Bleib stehen. Du hättest dich raushalten sollen. Lenk ihn ab. Ich greife auf den Schatten an. Lauf weg, solange du noch kannst. Stem, hierher! Es ist vorbei, Kestis! Oh nein, keine Sprungrätsel, bitte. War jetzt wieder einer der letzten Bosse in Elden Ring. Der Blitz. Hilfst du mir mal, BD? Da geben wir uns jetzt wieder ein bisschen viel der Dunkelheit hin für meinen Geschmack. Hier oben!
Hilf mir! Hier! Alke! Schwach! Du weißt, dass du schwach bist! Zu langsam zum Aus. Immer schwach. Hey, Kumpel, Stim! Tu das deiner Tochter nicht an. Boat, wir wissen, wie es ist, allein aufzuwachsen. Bitte hör doch auf sie, Papa! Also gut. Und wenn das Imperium kommt, könnt ihr dann mein kleines Mädchen beschützen? Es tut mir leid, Cutter. Ich hab's versucht. Aufbaut. War aber auch bis ich kaltblütig. Wie fühlst du dich? Besser. Danke. Schön. Wir sollten reden. Ich war nicht viel älter als du, als ich meine Familie verlor. Viele Jahre trug ich den Schmerz in mir. Ich wollte mich nicht besser fühlen. Wieso? Ich dachte, wenn ich den Schmerz loslasse, würde ich alle verlieren, die ich liebte. Doch ich lag falsch. Und eines Tages traf ich jemanden, der auch seine Familie verloren hatte. Gemeinsam fanden wir einen anderen Weg zu überleben. Dieser Schmerz gehört dir. Er ist ein Teil von dir. Der Tod meiner Mutter hat meinen Papa verändert. Und mich auch. Schätze ich. Ja. Doch das muss dich nicht ausmachen. Und du darfst dich davon auch nicht verzehren lassen, hörst du? Thank you.
Musik, wie schön. Ein richtig trauriges Ende. Oder traurig, das wäre jetzt falsch, bedächtig. Nur wird jetzt eine neue Hoffnung wieder sehr gut passen, wie so oft. Im Star Wars Universum. Aber es hat halt wieder viel gekostet. Drei der letzten überlebenden Jedi. Ihr habt mich meinen eigenen Weg gehen lassen, als es mir wichtig war. Ihr habt mich gelehrt, was es heißt, ein echter Jedi zu sein. Jetzt seid ihr fort. Wir werden euer Vermächtnis fortführen, Sir. Wir werden etwas errichten, das das Imperium überdauert. Das verspreche ich, das verspreche ich. Aber ich habe Angst. Ich hätte mich fast verloren. Ich weiß nicht, ob ich bereit bin. Ich weiß nicht, ob ich bereit bin für das, was kommt. Führe sie durch die Dunkelheit. Star Wars Jedi Survivor. Wow, was ein Ende.
Und die ein bisschen sprachlos. Boah. War wirklich gut. Oh. Okay, ist wieder Zeit für mein Resümee, wenn der Abspann läuft. Den lasse ich natürlich wie immer durchlaufen. Respekt den Machern gegenüber. Düsteres Ende, wirklich düster. Wirklich, sie haben ja jetzt geschafft, die Zuflucht zu finden. Ist wirklich dann eine neue Hoffnung, irgendwie dem Imperium zu entfliehen. Und das ist auch das, was ich direkt ansprechen will bei dem Spiel, was bei der Vorgänger, Fallen Order, war. Also, Meister, also auch unglaublich gut, richtig, richtig gut. Also, aber das Einzige, was mich da gestört hat, war das. Da kam es mir immer so vor, als ob gegen das Imperium zu gewinnen ja doch relativ easy war. Weil obwohl da alle oder recht viele Inquisitoren hinter Kell her waren und so weiter, ist er und sie irgendwie immer entkommen. Und dann war sogar Eno Cardova auch noch am Leben und das Ganze. Und der Teil hat sich mal wirklich so angefühlt, als ob das Imperium eine unaufhaltsame Macht ist, wo wirklich nur die Flucht hilft, weil dagegen kämpfen, was sollten sie groß machen? Alles, was Kell jetzt irgendwie in dem Teil gemacht hat, war letztendlich egal. Und ja, Darth Vader hat wieder gezeigt, was er für eine Macht an sich schon ist. Fand ich auch sehr gut, dass der ein deutlich schwerer Boss war als jetzt Boat am Ende. Weil alles andere wäre irgendwie falsch gewesen. Und das fand ich irgendwie auch ziemlich gut. Was ich auch sehr gut fand, war diese Zerrissenheit von Kell zwischen sich doch mal der dunklen Seite hin und wieder hinzugeben. Aber beim ersten Mal noch dachte, oh Lack, das ist gar nicht gut, ich verliere maßlos die Kontrolle, hat das also volles Massaker hinterlassen. Und jetzt am Ende konnte das relativ kontrolliert sich der hingeben, um das, was er liebt, eben zu schützen. Was natürlich gegen die Werte der Jedi in der Republik war natürlich, deswegen haben die das ja auch alles verboten, sowas wie Liebesbeziehungen. Und das macht ja quasi Kell zu einem einem besseren Beispiel als Anakin dann quasi, der sich der dunklen Macht ganz hingegeben hat und da gar nicht mehr wegkam und das dann büßen musste, so wie Bolt jetzt eigentlich, der sich auch der dunklen Seite hingegeben hat und jetzt quasi seine Tochter auch noch verletzt hat. Oder hätte, wenn jetzt nicht Mando geholfen hätte. Nur Kell konnte es halt irgendwie überstehen. Ich bin gespannt, ob es da nochmal was gibt. Weil ich meine, eigentlich könnte man jetzt das als Hub machen und dann irgendwie doch noch den Kampf fortsetzen. Ich weiß aber nicht. Ich wäre jetzt auch nicht böse, wenn das ein Ende ist. Weil, sehr gutes Ende. Es ist quasi wie das Ende in Episode 6, wo das Imperium besiegt ist, nur ohne die Feier, weil halt eigentlich noch gar nicht so viel zu feiern gibt. Sie haben es nur in Sicherheit geschafft, aber viel verloren dafür. Fand ich gut. Sehr ernst, aber gut. Muss ja nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen am Ende sein. Darf ruhig auch mal ein bisschen ernster sein. So ist das Leben. Und so kam mir halt auch der Teil viel mehr vor. Wie gesagt, viel, viel auswegsloser die Situation. Man hat sich gar nicht wie der Held gefühlt, der alles easy hinbekommt und so, sondern es war eher so eine Geschichte von einem Überlebenden, der nur gerade so überlebt hat gegen eine unaufhaltsame Macht. Fand ich gut. Also ich fand's hervorragend. Zwischendrin ein bisschen langatmig, aber dann doch irgendwie überschaulicher, als ich befürchtet hatte. Ich dachte, es wäre ein viel größeres Spiel und das hat mir ehrlich gesagt Angst gemacht. Aber ja, ich fand es sehr gut und werde jetzt die Musik und den Abspann noch ausklingen lassen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Projekt wieder. Gerne auch mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr irgendwelche Ideen habt. So langsam sollte sich ja vielleicht mal abzeichnen, was ich so für Spiele mag. Und wenn euch da was einfällt, oder sagt, das würde ich gerne mal sehen, spielt es doch mal. Gerne einfach mal in die Kommentare und schaut es mir an. Warum auch nicht. Also, vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Video. Tschüssi.
Es ist zwar nicht das, was wir erwartet hatten, aber das ist jetzt unsere Heimat. Ja, Grace. Das ist es wohl. Es liegt eine Menge Arbeit vor uns. Es dauert, den versteckten Pfad zu erreichen. Und die Anachoreten zu finden. Und einen Salon zu bauen. Ist zwar gruselig hier, aber ich sehe durchaus Franchise-Potenzial. Das hier gehört dir. Es gehört zu uns allen. Was denkst du, Kata? Sollen wir es probieren? Ja. Los geht's. Yo, das wollte ich hören. Oh, sehr gut, dann los. Du bist sicher hungrig. Ich mach was zu essen. Hattest du schon mal ein Scar-Steak?